willkommen zu unserem neuen Video. Bei uns geht es gerade wieder Richtung Möselalm. Bis heute Mittag hat es geschneit, nicht die Welt, aber ein bisschen. Mhm. Und dementsprechend sind wir mit dem E-Bike unterwegs, damit wir auch wirklich hochkommen. Aber was wir euch heute eigentlich zeigen wollen, wartet mal. Trommelwirbel. Diese beiden Kameras gehen heute in den Vergleich. Und zwar einmal die GoPro 8, mit der wir ja eh schon die meiste Zeit filmen. Und jetzt ganz neu, die wir jetzt eben erst ausgepackt haben, diese Insta One R. Und die sind beide jetzt so aufs Radl montiert, sodass wir euch dann 1:1 die Unterschiede zeigen können. Wir sind selber schon gespannt. Schaut mir gut aus. Von der Größe ähnlich wie die GoPro. Also ich bin Fium. Und ich habe dann auch so ein Video gedreht, diese GoPro 360 gehabt. Die hat halt relativ eine krasse Linsen aus, das ist wie so eine Halbkugel schon. Vorne und hinten ist klar, braucht man ja. Muss man halt aufpassen, mit der Katze hat mir der Fotograf gesagt, und der, was du filmst, bei der wird man sehen, wie das ist. Und wir probieren es einfach einmal aus. Genau. Bleibst dabei. So, da habt ihr jetzt schon mal beide Kameras. Wir schwenken dann mal die Bilder hin und her, dann hört ihr auch die Mikrofone. Das sind jetzt die Kamera-internen. Und wir sind selber schon echt gespannt, was welche jetzt so großartig hergeben kann. Wir haben nämlich noch keinen eigenen Vergleich und wir haben auch noch keine Vergleichsvideos angeschaut. Wir wollten es jetzt einfach mal selber ausprobieren. So, ein bisschen im Schatten und dann gleich nochmal ein bisschen in der Sonne. Aber besonders gespannt sind wir dann natürlich beim Runterfahren, weil darauf kommt es dann ja eigentlich am meisten an. Und ihr seht schon, der Schnee ist richtig geil, knirscht noch schön. Also ein bisschen Winter Wonderland. Jetzt muss Richtung März gehen. Ihr seht, jetzt wird der Schnee schon ganz schön tief. Schlag mich schon, trotz Motor. War krass, wie warm in der Sonne und mitten im Neuschnee. Irgendwie cool. Voll irreal. Oh, Wahnsinn, was da hergeweht hat. Hat sich auf jeden Fall voll ausgezahlt. Ja. Und es ist so warm. Total, und das war anstrengend. Also mit normalen war es eh komplett zum Schirm gewesen. Und jetzt mit dem Motor, mit dem E-Bike, war es eigentlich ganz cool, aber man hat schon kämpfen müssen. Also Ausgleich und so finden und das ganz schön schwitzig, wie es hecht ist. Ja. Ich versuche dich zu zentrieren. Das geht nicht. Aber es geht nicht. Da steht ne paar Französisch halt. Wurscht. Bon voyage wahrscheinlich. Gute. Kleine Anekdote zum Gipfel, ich sehe es immer wieder. Ein Zigarettenstummel, was schätze für Grundwasser da verunreinigt wird? Naja, 50 Liter für einen Zigarettenstummel. Also die was rachen, überhaupt kein Thema rachen, aber boxe Zigaretten am Berg ein. Weil das ist wirklich schade und die liegen jetzt ein Haufen mal dumm. Also das ist alles so eine Sache. Ja, generell, Müll am Berg hat einfach Müll am Berg immer so eine verloren. Geschichte. Ja. Ich glaube es jetzt nicht aus, also ich bin nicht der, der was Müll sammelt am Berg, zu der Fraktion gehöre ich noch nicht. Vielleicht, wenn ich ÖTB Midlife Crisis habe und sich kein Porsche ausgeht, dann schon. Aber wir lassen auf keinen Fall irgendwas liegen. Genau. Nehmen alles mit. Außer ein Apfelputz vielleicht. Ja klar, also genau. Das vergammelt ja. Aber alles andere. Und trotzdem Zigarettenstümmel nicht auf dem Boden. Und hier jetzt noch ein ganz kleiner Schwenk. Seht ihr, die Bikes sind noch komplett voller Schnee. Und hier oben zum Teil schon wieder Upper und zum Teil da, wo es ihn reingeweht hat, liegt er jetzt wieder richtig krass. Wie gesagt, bis heute Mittag hat es noch geschneit und jetzt ist eigentlich erst so 2 rum, also noch nicht allzu spät, aber taut schon wieder alles. Kein Wunder, es fühlt sich auch wirklich richtig warm an. Ja, ich schätze, wir haben ungefähr schon wieder am Nachmittag, so morgen 13, 14 Grad und wirklich ein Auf und Nieder, ja. Hey, ich habe echt nur einen Strich gebraucht. Du? Ja, ja. Krass. Geil, okay. Toll. Ja.
ihr seht ja den Unterschied immer, wenn rechts unten Insta 360 eingeblendet ist, dann ist es natürlich mit der Insta gefilmt. Das hier jetzt gerade wieder mit der GoPro. Gleich danach zeige ich euch dieselbe Sequenz mit der Insta. Da ist man gefühlt noch ein bisschen weiter weg. Also ihr werdet es gleich sehen, da ist der Martin noch kleiner, obwohl sie ja direkt nebeneinander am Lenkrad sind. Dafür hat man aber eben diese 360-Grad-Option. Wir haben ja alles jetzt mit dem 360-Grad Linsenteil gefilmt. Man könnte da ja eben auch das Action-Teil aufsetzen. Also insgesamt, das Bild ist auch super schön. Da schenken sie sich nichts, würde ich behaupten. Der Ton ist allerdings ein bisschen schlechter. Da ist jetzt die Insta. Ihr seht, Martin ist ein bisschen weiter weg. Bild ist aber auch sehr geil. Und was man auch sieht, rechts, die GoPro ist manchmal so ein bisschen abgeschnitten. Also das Bild komplett vor einem und hinter einem ist richtig gut. Aber so dieser Randbereich, wo quasi die Linsen sich überschneiden, natürlich ist es auch echt viel, was sie da leisten muss, weil das sind ja alles bewegte Bilder, es wackelt. Das Licht ist auch nicht das allerbeste mit Lichtschattenwechsel, aber da habt ihr jetzt auf jeden Fall nochmal den direkten Vergleich. Genau im Trail. Der war schon hübsch, Morsch. Aber we were on the fox tonight.
Aber zum Konzentrieren, also die paar hundert Höhenmeter da war, die haben sich gefühlt nicht draußen. Also, das ist wirklich praktisch. Habt ihr es gesehen? Cool war es auf jeden Fall. Ja, voll. Wir hoffen trotzdem, dass es jetzt wärmer wird. Die Straßen sind schon alle trocken. Hätten wir ein Rennrad oder sowas in die Richtung gehabt, weil es ein Rennrad fahren gehen. Haben wir nicht. Brauchen wir nicht. Ja, dann sitzt irgendwas, schrauben irgendwas zusammen. Genau, wir richten uns für morgen zusammen. Wochenende steht vor der Tür. Wir wollen ein bisschen Frieden eingehen mit den Ski. Das haben wir früher noch gemacht, das war das mit den zwei Ski. Kennst du das noch? Ich weiß nicht, ob das kennst. Kann mich erinnern. Habe ich gemacht. Stimmt, das hast du echt gerne mögen. Das war ja mit Schnee und so. Das hat man dann Winter geheißen bei uns in Tirol. Das ist immer, glaube ich, da. Das gibt es immer so. Wann probieren wir das noch einmal? Eigentlich eine Randsparkgruppe und eine Randsparkgruppe mit Skifahren. Und ja. Ja, bevor ich mich jetzt verabschiede, wollte ich noch ganz kurz sagen, das ist jetzt mal
einfach nur erste Eindrücke von der Insta360 One R. Der richtige Vergleich, der kommt dann noch, denn es gibt noch ein Software-Update irgendwie Mitte März und das wollen wir abwarten, bis wir dann mal die Bilder so richtig nebeneinander stellen werden, dass man sagt, das ist die GoPro, das ist die Insta. Aber ihr habt zumindest schon so ein bisschen die Unterschiede gesehen. Für mich der größte Unterschied ist eben, dass man mit den 360-Grad-Aufnahmen einfach alles drauf hat. Also gerade bei Martin ist es so, da geht es manchmal durch, der schätzt dann davon und hat irgendwie genau das, was er filmen sollte, nicht drauf. Und wenn ich dem so eine Insta360 umschnall, dann kann ich mir das bei der Nachbearbeitung immer noch herholen, was super toll ist. Und wenn aber der Filmer so richtig aufpasst, was er tut, dann finde ich, tut es so eine normale Linse auch und hat halt in der Nachbearbeitung etwas weniger, was man tun muss. Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich mich erst noch selber so richtig einspielen muss. Boah, das sieht voll schief aus. Ich halte nämlich gerade den Laptop ein bisschen hoch. So richtig einspielen muss. Und wenn man da dann alles drauf hat, dann hat man sicher die Möglichkeit, richtig geile Effekte zu erzielen und das Video eben noch viel toller ausschauen zu lassen. Da bin ich selber schon gespannt, was sich noch alles machen lässt. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran. Tschüss.